Assalamu alaikum und herzlich willkommen. Es ist genau ein Jahr her, als wir das erste Mal online gegangen sind, als wir live gegangen sind und wir die Online-Akademie Islamic Tutors gestartet haben. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Moment, als wir live gegangen sind und an die Aufregung, die wir alle hatten. Und uns auf die ersten 10, 20 Mitglieder gefreut haben. Alhamdulillah, jetzt sind es mittlerweile mehrere tausend, die sich angemeldet haben bei Islamic Tutors und die Religion nun nach einem System erlernen, was sie vorher so noch nicht gekannt haben. Mittlerweile liegen mehr als 5 Jahre Planung hinter uns und wir möchten mit Islamic Tutors neue Wege gehen. Wir haben unglaublich viel dazugelernt und freuen uns umso mehr, dass das erste Jahr nun so erfolgreich gestartet ist. Alhamdulillah. Aber schauen wir mal zurück, warum ist Islamic Tutors so wichtig gewesen und heute immer noch wichtig? Wir haben erkannt, dass die Muslime sehr gerne online lernen. Die YouTube-Videos, die Instagram-Accounts und damals vor allem auch die Facebook-Seiten sind extrem stark gewachsen. Doch wo fängt man an? Und wie lernt man die Religion am besten? Und noch dazu, wie schafft man es, dieses Wissen spannend und didaktisch gekonnt aufzuarbeiten? Genau da haben wir versucht anzusetzen. Und mit den vielen tausend begeisternden Mitgliedern, Alhamdulillah, die uns das erste Jahr bereits begleitet haben, sehen wir, dass wir in die richtige Richtung gegangen sind. Walillahilhamd. Wie sind wir vorgegangen bei der Vermittlung des Wissens bei Islamic Tutors? Ganz einfach, wir haben uns wirklich sehr, sehr intensiv mit vielen Geschwistern aus unterschiedlichsten Bereichen zusammengesetzt, mit ihnen unterhalten und uns beraten lassen, wie wir das islamische Wissen adäquat an die Menschen bringen können, und zwar altersgerecht und eben den heutigen Medien entsprechend gerecht. Deswegen vermitteln wir das Wissen pädagogisch aufbereitet und möglichst ansprechend und durchdacht. Dabei fokussieren wir uns vor allem darauf, dass wir die Lernenden ganz langsam an die riesigen Wissenschaften des Islams heranführen. Wir haben alle, Alhamdulillah, selbst den Islam studiert und wissen, wie verwirrend es am Anfang sein kann, wenn man nicht weiß, wo man mit dem Lernen genau beginnen soll. Wir prüfen die Videos vor der Veröffentlichung auf Optik und Inhalt und geben uns sehr viel Mühe beim Zusammenstellen der Informationen. Eines unserer Ziele bei der Erstellung der Unterrichte ist es, den Islam spannend und motivierend darzustellen. Bei all unseren Unterrichten beabsichtigen wir vor allem die Vermittlung von Respekt gegenüber innerislamischen Meinungsverschiedenheiten. Und gerade deswegen, weil wir eben so tolle Partner hatten, die uns so gut beraten konnten, haben wir eben diesen Erfolg jetzt auch erlangt innerhalb eines Jahres. Und das freut mich natürlich umso mehr, dass diese ganzen Menschen auch daran beteiligt gewesen sind. Genauso wie du vielleicht auch als eigener Benutzer unserer Plattform. Vielleicht hast du durch deinen Kommentar dafür gesorgt, und das hatten wir häufig, dass wir nochmal an der Struktur etwas umgeändert haben, das eine oder andere Video noch hinzugefügt haben, was vorher noch nicht da war. Das heißt, gerade dafür möchten wir uns auch bedanken, für diese super Interaktion auf der Lernplattform. Was haben wir bisher erreicht? Da gibt es zunächst einmal den Beginnerkurs. Der Beginnerkurs ist für jeden Muslim gedacht, der die wichtigsten Informationen und Grundlagen der Religion stufenweise erlernen oder einfach nur auffrischen möchte. Kennst du die Situation? Du möchtest dich etwas über den Islam informieren und am Ende landest du in dem Dschungel von YouTube und du klickst dich von Video zu Video. Genau hier möchten wir ansetzen. Der Grundgedanke bei diesem Kurs ist es, jeden Bruder und jede Schwester quasi an die Hand zu nehmen und ihnen zu zeigen, was am wichtigsten ist und was man wann am besten lernen sollte. Wir haben richtig dafür gesorgt, dass jemand, der keine Ahnung vom Islam hat, innerhalb von 12 Wochen so weit ist, dass er inshallah ins Paradies gehen kann, wenn er diese Dinge umsetzt. Der Beginnerkurs ist natürlich nicht alles. Wenn du noch kein Arabisch lesen und schreiben kannst, dann bist du bei uns genau richtig. Auf eine innovative und anschauliche Art und Weise lernst du in kurzen Videos Schritt für Schritt, wie du die arabischen Buchstaben aussprichst und verbindest. Auch dies ist ein kostenloser Kurs, denn wir möchten, dass wirklich jeder Muslim in der Lage ist, den Koran lesen zu können. Wenn du nun schon lesen und schreiben kannst und den Koran bzw. die arabische Sprache nicht nur lesen, sondern auch verstehen möchtest, dann haben wir auch dafür die ideale Kursreihe für dich. Wir haben jetzt schon den A2-Kurs. Das heißt, wir beginnen schon mit dem zweiten Buch aus den berühmten Medina-Büchern und wir machen immer natürlich unsere eigenen Inhalte zusätzlich noch mit dazu. Das heißt, wir haben ein Grundlagenwerk, was an sich schon stark ist, passen das aber noch an die deutsche Situation an, mit der deutschen Sprache, entsprechend der Erfahrung, die wir immer machen. Und das Schöne ist,
wir können alles regelmäßig anpassen. Doch das ist nicht alles. Uns war es von Anfang an wichtig, das Wissen so praktisch wie möglich zu gestalten. Aus diesem Grund gibt es in jedem Arabischkurs viele praktische Übungen, in denen man die gelernten Regeln im Koran analysiert. So stellen wir sicher, dass du auch wirklich einen praktischen Nutzen fürs Leben mitnimmst. Wie geht es inshallah in Zukunft weiter? In der Zukunft wartet inshallah einiges Neues auf dich. Von neuen, weiterführenden Kursen und Büchern über eine Handy-App bis hin zu Seminaren und Unterrichten in deiner Stadt. Wir werden weiter die arabische Sprache versuchen, noch weiter zu fokussieren, tolle Bücher auf den Markt zu bringen, um euch noch mehr zu unterstützen, wirklich diese Sprache zu erlernen. Wie ihr wisst, haben wir bisher den A1 und den A2-Kurs veröffentlicht und inshallah werden noch zwei weitere Kurse folgen, so dass wir dann am Ende die Medina-Bücher komplett unterrichtet haben, und zwar nach dem System der Sprachschule in Medina. Und erhalten inshallah eine Sensation. Und zwar konnten wir direkt in Kooperation mit dem Autor dieser Bücher eine schriftliche Erlaubnis einholen und arbeiten nun auf Hochtouren daran, um die Medina-Bücher inklusive Erklärung in einer Neuauflage dem deutschsprachigen Markt zugänglich zu machen. Der Beginnerkurs wird inshallah bald beendet. Es fehlen nicht mehr viele Videos, alhamdulillah. Und wenn dieser Kurs fertig ist, werden wir inshallah mit der Arbeit beginnen, weitere Kurse zur Verfügung zu stellen, in denen man sich dann in den verschiedenen Bereichen des Islams vertiefen kann. Um unsere Verbindung zu Allah Ta'ala und dem Koran zu stärken, werden inshallah bald Kurse veröffentlicht, um endlich das Buch Allahs richtig lesen zu können. Bald kommt inshallah der Koran-Rezitation leicht gemacht Kurs, inklusive eines eigenen Tajweed-Buches. Um die Bedienung von Islamic Tutors noch einfacher zu halten, haben uns ganz viele Geschwister ein tolles Feedback gegeben und gesagt, macht bitte eine App. Und wir haben uns das wirklich zu Herzen genommen und die App wird kommen, inshallah. Im Hintergrund arbeiten wir also auf Hochtouren daran, Islamic Tutors weiter zu verbessern und mit euch gemeinsam zu wachsen. Islamic Tutors ist keine Eintagsfliege, alhamdulillah. Wir sind nach einem Jahr immer noch und sehr erfolgreich auf dem Weg, noch weitere Menschen begeistern zu können, noch weitere Projekte aufbauen zu können. Alles, damit du den Islam so erlernen kannst, wie du es gerne möchtest. Möge Allah Ta'ala uns allen helfen und Erfolg geben. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. In diesem Sinne, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.